Erwischt wurden, waren vier Jungs. Die schwärmen wahnsinnig für Caught in the Act. Und da haben uns gedacht, na, ein Treffen kann man ruhig arrangieren, aber ein bisschen auf die gefinkelte Art und Weise. Wir haben den vier Jungs gesagt, dass sie zu einem Casting, und zwar zu einem Casting der Mini-Playback-Show eingeladen sind. Allerdings, wenn sie dort getroffen haben, das war keinesfalls Mareike Amado. Wie geht's? Hey, hi. Wie geht's dir? Gut? Geht es gut? Ja? Hey. Hast du schon gut geübt? Ja? Ja? Heute bei uns im Studio Marco, Sascha, Raffaele und Thorsten. Marco und Thorsten, Sascha und Raffaele. So, wer hat geheult? Das warst du, Marco, oder? Warum hast du denn geheult? Hast du dich nicht gefreut? Doch, das war ein Freudenschock. Ein Freudenschock? Sah es so grauselig aus oder war es einfach so überwältigend? Es war so überwältigend, weil es war gar nicht zu glauben. Also, wir Popelsjungs aus einem kleinen Dorf und dann treffen die Weltstars dann so total berühmt, Konzerte geben und so alles. Dann stehen die auf einmal hinter uns. Thorsten, wie waren die denn so aus der Nähe? Eingebildet? Nee. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee. Worüber habt ihr denn mit denen geredet? Über alles. Mädels auch? Nee. Nee. Wer hat euch denn am besten gefallen, Sascha? Mir der Lee. Der da. Sehe ich schon. Achso, ihr seid richtig ausgestattet, doch mit T-Shirts, die ihr speziell habt bedrucken lassen. Es gab einen, der nach dem Auftritt Stein und Bein geschworen hat, er wird sich nie wieder waschen. Ja. Raffaele, das warst du. Hattest du einen Kuss gekriegt? Nein. Aber einfach Wange an Wange dein Idol gespürt? Nein. Warum wolltest du dich da nicht mehr waschen? Weil ich dich getroffen habe. Wann hast du dich wieder gewaschen? Direkt am Abend. Ach, direkt am Abend. Ja, okay. Okay, gut. Jetzt seid ihr ja die absoluten Caught in the Act-Fans und deswegen habt ihr auch diese Nummer einstudiert. Wie lange habt ihr denn dafür gebraucht, Marco? Also, wo wir das Bescheid gekriegt haben für die Mini-Playback-Show, da hatten wir nur eine Woche Zeit. Dann hatten wir, was eigentlich am einfachsten ging, also Let's Love Begin, was damals auch das Einzige war, wo man drauf tanzen konnte von Auftritten. Dann haben wir für die Mini-Playback-Show gesagt, so, jetzt ist jeden Tag, da muss das andere einfach... Das muss klappen, denn ihr habt ihr wirklich geglaubt, es geht wirklich um die Mini-Playback-Show. Erst in dem Moment, als dir jemand auf die Schulter geklopft hat, da war dann klar, da stimmt was nicht. Ja, stimmt nicht. Stimmt nicht. Gut, dann darf ich euch mal bitten, euch hier irgendwie in Positur zu werfen und uns mal hier was vorzutanzen. Ich meine, ich bin zwar jetzt nicht Caught in the Act, aber immerhin auch mal anwesend und werde sagen, ob mir das gefällt oder nicht. Thank you.
mir bitte noch einmal ganz kurz, was ist denn an den Jungs so toll, dass ihr die so gut imitieren wollt? Na, also die sehen gut aus, können gut tanzen. Die sind einfach super. Einfach und super. Die sind total nett einfach. Die haben keinen arroganten Splänen oder so. Die sind total nett einfach. Also ihr wart begeistert? Ja. Freut mich. Sascha, danke schön. Geht ihr mal an den Tresen? Oh ja, Fotos habt ihr auch mitgebracht. Eine ganze Riege von Erinnerungsfotos, aber das eine halten wir vielleicht noch in die Kamera. Dann gebe ich euch jetzt wieder zurück. Vielen Dank. Ich muss nämlich noch im Publikum weitermachen, denn